Wie wichtig die Erfahrung eines Zahnarztes ist zum Thema Veneers, erfährst du im folgenden Video. Erfahrung ist alles und das gilt eben auch bei der Venierbehandlung, denn wir Zahnärzte sind Handwerker und je mehr handwerkliche Erfahrung wir in einem Gebiet gesammelt haben, umso besser. Das heißt, wenn du auf der Suche bist nach einem richtigen Zahnarzt für deine Venierbehandlung, dann frag auf jeden Fall denjenigen, wie viel Erfahrung er auf diesem Gebiet hat und wie oft er Veneers macht. Denn wenn er zum Beispiel nur einmal in der Woche oder einmal im Monat oder noch seltener eine Venierbehandlung durchführt, dann ist einfach die Zahnarztpraxis und auch das Surrounding und auch die Erfahrung desjenigen nicht wirklich ausreichend, um dir ein sicheres und tolles ästhetisches Ergebnis zu liefern. Wenn im Gegenteil jemand nur Veneers macht und das tagtäglich tut, dann kannst du ja sicher sein, dass er so viele Erfahrungen über die Jahre gesammelt hat, dass auch deine Ansprüche, deine Wünsche genau umgesetzt werden können. Denn es geht am Ende darum, herauszufinden, was du dir wünschst, wie dein Lächeln optimal für dich ausschaut. Denn es gibt nicht das perfekte Lächeln für jedermann, sondern man muss ganz genau analysieren, wie dein Gesicht ist, wie dein Lächeln ist, wie viel du vom Zahn zeigst, wie es beim Sprechen ist und dann ein komplettes Design für dein wunderschönes Lächeln zu kreieren. Und dazu gehört eben viel, viel Erfahrung. Und wer Erfahrung mitbringt, der wird auch erkennen, worauf es ankommt, damit am Ende dein Venierlächeln wie ein ganz natürliches Lächeln aussieht, was einfach noch schöner ist als das, was von Natur aus da ist, aber eben niemals als Fake zu erkennen ist. Wenn schöne Zähne für dich genauso wichtig sind wie für mich und wenn dir unsere Videos gefallen haben und du immer up to date sein möchtest, wie du dein Lächeln verschönern kannst, dann abonniere unseren Kanal.